Servus Leute, was hier? Kelvin von Jack 19 am Start heute wieder hier mit dem neuen Monster-Chair. Auch locker. Ihr wisst Bescheid, Folge 25. Eine mit die wichtigste Folge. Ich würde mal sagen, in den 25 Folgen, die wir bisher haben, stehen wir am Abgrund. Wir hatten letzte Episode eine Krise. Wir haben 2 Punkte hier Vorsprung auf Frankfurt. Wir müssen Sechster werden, sonst sage ich euch, sind wir gefeuert. Wir müssen Sechster werden. Es sind noch 3 Spiele im Spiel gegen Paderborn, die nur 18 Punkte haben. Leider ist Rovella, unser ZM, verletzt. Das heißt, das spielt Lavia. Wir gehen einmal ganz kurz die Entwicklungspläne durch. Entwicklungspläne haben wir gemacht. Geld haben wir eigentlich, 19 Millionen. Weiter geht's gegen Paderborn, ultra wichtiges Spiel. Ultra wichtiges Spiel, Transfergebot bei Rami, 2,9 Mio nehmen wir an. Bisschen Geld sammeln. Da geht da Guilherme Moreira noch von letzter Episode, 3 Mio. Wer mehr drin gewesen ist, ist aber jetzt gerade völlig egal. Armin auf eine 85 hoch, sehr geil. Jungs gegen Paderborn, ich spiele noch Dreierkette. Es kann nicht sein. Wir verlieren gegen Paderborn in der 88. Das kann 2 Schüsse und 2 Tore. Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Ich hab Angst. Wir sind noch Sechster. Frankfurt hat unentschieden gespielt. Wir haben es noch in der eigenen Hand. Oh, Morilla Verkauf. Transferangebot für Castro. Hervorragende Jugendarbeit. Danke, Castro. Geh gegen Schalke. Transferangebot für Gruß. Kann es auch gehen. So, Nils Graf geht. 1,8 Millionen. Was hätten wir kriegen können? 2,6? 1,8 ist auch perfekt. So, der nächste geht. Bekim bei Rami. 2,9 Millionen. So, ich habe Angst. Caio Castro. Die Verkaufsfolge oder wie? Auch weg. Verkauf 1,4, 2,1, 1,3. Alles kleine Beträge, die sich aber summieren. Komm schon, wir haben nicht das Riesenrestprogramm. Gegen Schalke müssen wir Reaktion zeigen. Bitte, Jungs. Gehe ich da auch auf eine 84 hoch, bitte. Jo! Der kleine Bäcker. Ist es wichtig? Ist es wichtig? Oh, bitte lass Frankfurt verkackt haben. Bitte lass Frankfurt verkackt. Sie haben verkackt, aber Wolfsburg hat nicht verkackt. Wir brauchen sogar einen Dreier, weil Wolfsburg hat ein besseres Torverhältnis als wir. Das heißt, wenn Wolfsburg gewinnt und wir unentschieden spielen, das ist so wichtig, dieses Spiel. Groß verkauft, sehr schön. Gegen Augsburg. Da ist er, Dennis Cruz. Transferangebot für Correa. 135k. Ablehnen, ich will nicht so einen Bummler-Spieler da. Transferangebot von Musa Kofi. Da verhandeln wir tatsächlich mal. Also, wenn wir jetzt schon 3,7 geboten kriegen, sieht denn aus mit 5,2. Okay, immer noch nur 3,7. 4,5. Ist in Ordnung. Haben wir nochmal 800.000 mehr rausgeholt. 4,5 Millionen für den, okay. Stark. Jetzt geht's gegen Augsburg. Embol umsturm. Rejbejai, Govelue, Joveleo ist noch da. Wir simulieren ganz normal. Ich will wissen, was meine Jungs da machen. Ich will's sehen. Wer verkackt? Ich will's sehen. Komm schon, Jungs, zeigt das. Das ist so wichtig jetzt. Wir brauchen den Dreierpunkt. Reicht uns nur, wenn Wolfsburg verkackt. Zugriff, Jungs, Zugriff, Zugriff, Zugriff. Wichtig. Oh Mann, die Spiele bald los über uns. Augsburg nähert sich das erste. Nasser hat ihn doch gehabt. Wieso, Jungs? Nein, Matthias trifft nicht. Oh! Halbzeit. Den Schuss. Simmons hat eine 86. Komm rein. Zeig was, Simmons. Zeig was, Simmons. Oh, 2 Tore. Ey, was ist das? Oh, Nasser. Wichtig. Wichtig, dass du auch mal was hältst. Mann, Marquez. Zweite Bälle sind. Ja! Ja! Nein, das gibt's doch nicht, Becker! Das gibt's nicht, das gibt's nicht! Wir laufen alleine auf Torwart zu und sind zu blöd! Das war's. Das war's. Das war's, letzter Angriff. Wir verlieren in Augsburg. Sogar 2:0 noch. Perfekt, auch Embolo, Doppelpack. Jetzt kommt's drauf an. Wolfsburg darf nicht gewonnen haben. Wo ist Wolfsburg? Warum war der Wolfsburg nicht? Sechster Punkt gleich mit Gladbach. Oh, haben wir uns durchgeschimmelt. Oh mein Gott. Darfst du niemand erzählen. Transferangebot für Correa. Weg.
Stillstand. Kühlers auskuriert. Rovella wichtig. Jugendspieler weg. Karol Karbucic. Komm ran, Karol. Aber was machen wir mit dir? Du bist eigentlich relativ stabil. Also als allererstes mal. Okay. Rovella ist wohl doch mal nicht fit. So, Kowalczyk, ihn müssen wir halt echt leiden. Ich glaube, aus dem Bruder könnte was werden. Moria geht. Dann haben wir hier Scouting Updates. Unsere Moneybringer. Wer bringt uns den nächsten Batzen Geld, dass wir uns verbessern können? Von euch niemand. Du vielleicht? Nee. Du? Auch nicht. Auch nicht. Nope. Nee. Ein einziger oder wie? Ein einziger wäre echt schlecht. Nee, ich nehme jetzt auch nicht aus Frust irgendjemand mit. Kowalczyk, du hast mich beeindruckt. Weiter geht's. Es sieht noch nicht so gut aus für uns. Unsere Ziele sind gefährdet. Verpflichten ein Spieler, der Nationalität dem Verein entspricht. Ja, was ist auf dem Preisziel? Hier, Spieler suchen. Freier Spieler. Land Deutschland. So, sollten hier vielleicht Deutschland einstellen. Na komm, irgendeinen jungen. Klasse Schuster. Also wenn wir jetzt wirklich deshalb rausfliegen sollten. Radisch, 4 Jahre wegen mir. Allgemeine brauchen wir nicht. Bonus entfernen. So, passt doch. So, da haben wir noch mal einen deutschen Spieler. Klasse Schuster. Gib her das Kreuzchen da. Hat sogar 70. 3,3 Millionen Marktwert, null. So, Scouting Update. Jetzt aber. Bitte einmal wieder einen Breaker dabei haben. Sieht aber nicht danach aus. Vielleicht in der Elfenbeinkiste. Och, komm schon. Also 2-0er-Runden wären schon hart. Und es sind 2-0er-Runden hintereinander. Ich bin gespannt, ob wir Trainer bleiben. Bin so gespannt. Aber dennoch sind wir der Meinung, dass sie eine weitere Chance verdient haben. Würden uns dafür freuen, wenn sie nächste Saison noch Trainer von VfB Oldenburg sind. Oh Gott. Ui. Ui. So. Wer bist du denn? Na. Okay. Ja, Madrid, Manchester City. Weiß jetzt nicht. Bin ihm, glaube ich, den hier. Da sehe ich uns. Unsere Mannschaft ist fast komplett weg. Wie viel Geld haben wir? 100 Millionen. Okay. 100 Millionen. Schade, für Haaland reicht's nicht. Da sind wir wieder. Wir haben erstmal. Wir mussten uns Zeit nehmen. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben die Scouts neu losgeschickt, die Jugendscouts. Und zwar haben wir sie geschickt nach. Wir haben sie nach England, Deutschland und in die Türkei geschickt. Wir haben gesagt, keine Experimente mehr. Es müssen jetzt Talente her. Wir haben uns den Transfermarkt nochmal genauer angeschaut. Wir haben alles sondiert. Wir sind verreist. Wir haben uns Spieler live angeschaut. Wir waren dort, waren hier, wir waren dort. Dann waren wir gerade in Frankreich unterwegs. Wir waren da so ein bisschen in Marseille, auf entspannt. Und dann hieß es, hey, komm doch mal vorbei auf ein Olympique-Spiel. Hier gibt es einen Eduardo Lopez. Der ist Costa Ricaner. Und der ist 19 Jahre alt. Ihr müsst euch den mal anschauen. Und dann dachten wir uns natürlich, nein, wir können es nicht machen. Wir haben einen Torwart. Seit Tag 1 mit Nasser. Nasser ist VfB Oldenburg. VfB Oldenburg ist Nasser. Das ist. Der Mann hat kein Spiel verpasst. Er ist einfach the main man, aber auch the main man Schwachpunkt leider. Wir haben uns an den Tisch gesetzt mit Nasser. Auf eine Traube Minze. Er hat einen Doppelapfel geraucht. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass er für die Zukunft des Vereins, wenn wir eine bessere Alternative finden, sich auch mit der Nummer 2 abgeben würde. Und daher gehen wir das jetzt in Angriff und gucken, ob wir uns mal gemeinsam mit Eduardo Lopez an einen Tisch setzen können. Ja, wir freuen uns auf das Meeting. Ich hoffe, das ist nicht Eduardo. Ich würde sagen, wir probieren es auch mal mit einem Spielertausch. Mit einem Torhüter. Und zwar mit demselben Rating Lucas Mantela. Und sagen, ihr kriegt dazu noch 10 Mio. Was? Was? Nee. Anderen Tauschspieler, okay. Peter wollen sie keinen. Dann IVs wollen wir eigentlich keinen abgeben. Mittelfeldspieler eigentlich schon dreimal nicht. Flügelspieler, Alter, was haben wir denn für Marktwerte, Junge?
Firma, zwei Leute über 200 Millionen Marktwert. Lul. Ich glaube, das wird schwierig mit einem Spielertausch. Wie sieht's denn mit Fabio Blanco und 40 Mio aus? Okay, 51,8 Mio und 10% Weiterverkaufsgefühl. Ihr seht aber die Spannung, das heißt, wir haben eigentlich gar keinen Spielraum mehr. Und wir brauchen den Mann. Wir nehmen es an. 51,8 Millionen ist okay. Wir haben versucht, das irgendwie über den Spielertausch zu dribbeln. Hat aber nicht funktioniert. So, du bist... Reicht wichtig oder willst du Schlüsselspieler sein? Wichtig reicht, okay. 5 Jahre, perfekt. Freigabesumme brauchen wir nicht. So, Gegenangebot, Boni entfernen. Und dafür kriegst du aber mehr Einstiegsbonus. Passt das auch? Da ist er. Die erste Neuverpflichtung auf dem Weg zum neuen VfB Oldenburg. Eduardo Lopez, 51,8 Millionen. Mal gucken, was wir da für ein Price Rating kriegen. Ein A+. Bestmöglicher Deal 50,4. Okay, da würde ich mal behaupten, haben wir jetzt nichts falsch gemacht. So, dann gehen wir auch direkt mal in die Mannschaft rein. Luise, Lopez. Und dadurch würde ich sagen, können wir auch Mantella verkaufen. So, wir gehen mal weiter. Denn uns müssten ziemlich viele Leute verlassen, ja. Das ist jetzt Erhöhung des Transferbudgets. Das war schon. FC Chelsea will Rafael Tavares kaufen. Nope. Und Angebote blocken wir für den Mann. Correa verlassen. Sehr gut. Mantella. Seh mich lediglich um. Jetzt bist du auf einmal glücklich, oder wie? Die ganze letzte Zeit warst du nicht glücklich. Muss keiner verstehen. 56 Mios haben wir noch. Frage ist halt... Okay, Jungs. Ich habe mich gerade mit Dortmund an den Tisch gesetzt. Wir haben uns den guten Jude Bellingham angeschaut. Wir haben eigentlich kein Geld. Der gute Jude ist ja ein ziemlicher Spieler für die Zukunft. Wir haben jetzt, sag ich mal, ich bin selber ein bisschen baff gerade, deshalb. Wir haben, wo ist er? Rovella. Ist ja auch ein mega Talent, aber ich sehe Bellingham schon noch mal ein bisschen über ihn. Und wir haben ihm plus 50 Millionen angeboten. Also ein bisschen natürlich hin und her geshakert mit denen. Und jetzt haben sie das irgendwie angenommen. Aber ich bezweifle, dass wir noch genug Geld haben, um sein Gehalt etc. zu stemmen. Aber wenn, dann wäre das ja einerseits crazy, dass wir kein Geld mehr hätten. Andererseits ein crazy Spieler natürlich. Also ich bin gerade ein bisschen baff über Jude Bellingham. Jahresvertrag, weil wir sind nicht Real Madrid, sondern VfB Oldenburg. Ich glaube, so brauchen wir nicht. Wir müssen Gehalt. 150.000. Einstiegsbonus. 500.000. Er ist da. Oh mein Gott. Okay. So, der kam ein bisschen aus der Hölle. Der war auch gar nicht geplant. Der war einfach random. Mal mit Dortmund ein bisschen reden und so. Man kennt sich jetzt ja schon. Spielt jetzt schon ein Jahr in derselben Liga und so. Und ja, also, jetzt sind wir absolut broke, aber wir haben einfach Jude Bellingham. Rovella plus 50, zerquetschte. Also, nur by the way, Rovella, sein Marktwert, das war 108 Millionen. Also, ist jetzt auch kein schlechter Deal für Dortmund. Aber ich meine, Bellingham hat 90. Hui. Okay. So, Transferangebot für Mantella. Der könnte uns natürlich nochmal ein bisschen Geld einspülen. Ja, wie Blanco und Schuster. Mantella, wir könnten 45 Millionen rauskriegen. Da setzen wir uns auf jeden Fall selber mit Arsenal an Tisch. Das wäre natürlich ein wichtiger Deal für uns. Wie sieht es denn aus mit 49 Millionen? 36. Also die Weiterverkaufsgebühr kannst du entfernen. Und dafür machst du aber mal 44 Millionen. Und da haben wir den Deal eingetütet. Außer Mantella möchte zu viel Gehalt, aber ich denke mal, Arsenal müsste das doch stemmen können. Er verdient bei uns nur 35.000. Das müsste Arsenal eigentlich easy haben. Und 44 Millionen wäre natürlich big. Davon würden wir ungefähr 35 wieder kriegen. Und dann wären wir ein bisschen liquide wieder für ein Maybe. Guckt euch den Bruder an. Der verdient 1.400 Euro bei uns. In der Woche. Der Mann verdient seine 6.000 Euro im Monat und wir kriegen Angebot für 146 Millionen, ey. Aber können wir nicht annehmen. Und da blocken wir auch gleich die Angebote. Weil Armin, wir können nicht in einer Episode 2
zwei Männer verliert. Oh, Kowalczyk Leihangebot. Definitiv annehmen. Das wäre sehr nice. Mantella geht. Bin gespannt, ob wir noch mehr hätten rausholen können. A plus 45, ja, 400k, also. Da würde ich mal behaupten, da haben wir doch schon alles gegeben. So, Transferangebot für Kofi, 4,5 Millionen. Da denke ich mal, können wir auch noch mal so eine Mio rauskratzen. Vielleicht mal so 6,2, 4,5. Also ihr seid wirklich, seid ihr broke? Ne, 5,5 nehmen sie an, wortwörtlich. Eine Mio mehr rauskratzen. So, das würde uns doch noch mal ein bisschen Geld einspielen. Muss ich auf jeden Fall warten, bis es verkauft ist. Positionswechsel bei Lavia möglich. Nice. Bleibt leider. Und ist auch, ja, was die... Transferangebot für Thibaut Simmons. Ilkay Gündogan. Na moin, Meister. Und 75 Mios. Das ist halt einfach unser Sub. Auf jeden Fall mal ablehnen. Was? Der hat um einen Wechsel gebeten. Warum? Wo war ich da? So, Karol. Geht 12 Monate zu Braga, da darf er hingehen. So, Kofi nun auch weg, 5,5 Millionen. Komm mal, Lissau. Da passt der Mann doch gut hin. Okay. Wir hätten noch eine Mio mehr rausholen können. Dann haben die uns doch verarscht, ey. Transferangebot für Nusa. Boah, jetzt klatschen aber die Angebote rein. Auf jeden Fall ablehnen. Transferangebot für Nasser. Jetzt gucken wir erstmal das für Simmons an. Nope. Und Nasser. Da möchte ich mich eigentlich verstärken. Auf der 10er-Position. Als Sabinho. Wenn wir ihn noch verkaufen, vielleicht haben wir dann genug Geld, um den weiteren zu holen. Sieht es aber so aus mit 27 Millionen für den Bruder. Ich hätte höher gehen können. Oh Mann! Ich Lost Kopf. Ja, da geht er. Hab ich wieder reingechoked. Man kennt mich. Zu Venedig. 27,6 Millionen. Was krieg ich? Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Die eine Mio ist völlig in Ordnung. 23 Millionen aufstocken. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir denn? 73 Millionen haben wir wieder. Wir haben wieder Geld. So, wir haben ja mal wieder einen Spieler gefunden. Unsere Scouts da irgendwie mit reingehasselt haben. Den Alvaro Gil oder Jill oder was auch immer. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein. Wir entfernen den Bonus. Der kriegt 100k, 11,5k Gehalt. Und das ist jetzt halt immer eine Wundertüte. Der kann jetzt was sein, der kann aber auch Arsch sein und wir zahlen dem halt Gehalt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. 0 Euro, du bist auf jeden Fall ein A, aber was bist du für ein Rating? 81 mit 18. Meine Scouts lassen mich nicht entstehen. Die lassen mich nicht entstehen. Wir haben aber weiterhin das Problem des ZOMs. Wir haben hier mit Pablo Torre nochmal gerade jemand am Scouten, in den ich sehr viel setze, aber man weiß natürlich nie. Aufregender Mann für die Zukunft. Darf auf jeden Fall verliehen werden. Kann der LM lernen oder IV? IV 28 Wochen, LM 101 Wochen. Dann lassen wir ihn erstmal seinen schwachen Fuß hochleveln. Den Jutin Yill. Sag ich so, wie es ist. So, Leihangebot für Yill. Leihe zum Kauf. Menü. Ja, wäre die mal eine Woche früher dran gewesen, ne? Gucken, was wir für den Mann kriegen. Auf jeden Fall kurzfristige Leihe vorschlagen. 2 Jahre, 1 Jahr, wie sieht's damit aus? Wir sind bereit, 40 Millionen zu zahlen. Opa! Hammer, 65 Millionen. Machen mal die Weiterverkaufsgebühr weg. Und dafür 54 Millionen. Und da haben wir, aufgrund dessen, dass wir bessere Scouts haben als Menu, da kann er direkt wieder gehen. Wir kriegen in einem Jahr 54 Mio überwiesen. Und dann zack. Dann passt das doch. So. Hat mich gefreut, Jill. So, das ist aktuell unsere Startelf. Während diesem Turnier werde ich da Tobias spielen lassen, damit er endlich mal irgendwann mal ZIV wird. In der Hoffnung, dass er eine gute Form kriegt. Ihr kennt sie, die gute alte Schnellsimulation McTominay. Guckt euch aber bitte dieses Dreier-Mittelfeld an. 90 Bellingham, 92 Pedro, 93 Petri, Becker, davor 96 Marquez. Wenn das kein Summen in euren Ohren ist. Dann weiß ich auch nicht. Leicester dürfte eigentlich gar keine Chance haben und deshalb verlieren wir auch 2-4 einfach. Weil wir halt einfach... Ich sag nichts mehr. Transferangebot für Malinowski. In der Theorie her, er spielt so gut wie nie, aber wenn sich halt ein Stürmer verletzt, haben wir halt die Arschkarte. Wir brauchen halt einen Backup-Stürmer. Denk an deine Ersatzspieler, Schilder. Nasser. Nein.
ablehnen. Blocken. Sogar Wolves hat einen Punkt. So, Gächter spielt jetzt. Simmons spielt. Line auf 89 hoch. Und jetzt gewinnen wir. Also Malinowski trifft zumindest. Aber hey, wir können doch nicht gegen Wolves. Hey, wir haben so ein gutes Team. Alvaro Gil, 12 Monate zum Menu. War mir eine Ehre, du warst eine Woche da. Zu dem Kader fehlt die Tiefe. Wir haben halt keinen Linksverteidiger, mein Gott. Gil ausgeliehen. Alvaro Gil hat ein Jahr zu Manchester United, geht mit der sofortigen Rückkehr und kehrt nach Ablauf seiner 1 Jahre Leihe zurück. Hey, aber ich werde noch mehr. Okay. Jaden Charles darf gehen. Abschlussbericht Pablo Toro. 21. Mit 81er Gesamtstärke. Bin ich jetzt nicht so stark, wenn ich ehrlich sein soll. Jetzt aber. Oh Mann. Es ist auf so vielen Ebenen so bodenlos, was unsere Mannschaft dahin kickt. Jade Charles, komm. Geh. Geh schon weg, Minion. Charles verkauft. Champions Trophy, ja. Da waren wir scheiße. So. Jugendbericht. Hallo, Engländer sind doch immer teuer. Warum sind unsere Engländer, die ihr nicht findet, nicht teuer? Wen haben wir hier? Ekpem Kaya. Schade. 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 Den Bullet. Wir gehen raus an den Bullet von Party, Bruder. Hauke Schulz. Warum sind die denn alle so wenig wert? Ich versteh's nicht. Das hat meistens ein Indiz für ist Arsch. So, wir müssen uns hier nochmal an den Tisch setzen. Wir müssen jetzt hier weiterkommen auf unserer 10er-Position. Giovanni Reyna, der Bruder, muss auch 10er spielen. Die Frage ist nur, wen schicken wir weg? Von denen wird er sich bestimmt für keinen interessieren. Wir haben halt eigentlich echt nur jeweils unseren Sub auf der Position und dann kommt nichts. Außer IV, da sind wir stark aufgestellt. Ich wusste, dass wir Vinicius Tobias noch haben. Den ich jetzt aber tatsächlich abgeben würde, weil er einfach, er bleibt stehen, er kommt nicht weiter. Was sehr schade ist, aber wir sitzen aus mit Vinicius Tobias und 30 Mios. Was? Aber ja, Vinicius Tobias ist ultra starker Spieler, Jungs. Fühlt mal ein bisschen. Boah, jetzt müssen wir echt überlegen. 46 Millionen und Vinicius Tobias. Wir würden Tobias halt bestimmt auch für gutes Geld wegkriegen, aber wenn wir mal 2 Minuten zumindest runtergeben, ja. Frage, machen wir das jetzt? Wir können den auf 10er umwandeln. Bei unserem Glück dauert es wieder 5 Jahre. Arbeitsrate Mittel. Verletzung ist abgelehnt. Gucken wir uns sowas an. Ist ja nur unser Sub. Er ist 23, hat 85. Und wir gehen mal rein. Weil wir brauchen einen adäquaten 10er-Sub. Ist halt echt eine Rotation. Passt das für dich? Okay, das entspricht seinen Anforderungen. Das glaube ich jetzt nicht, aber... Okay, Freigabesumme übergehen wir. 151 Millionen. Freigabesumme ablehnen wir jetzt nicht. Gehalt. Du verdienst ziemlich viel Gehalt noch, ja? Guck mal, bei mir kriegst du... drückst 100 glatt. 100 glatt. Und 500 auf die Hand. Einfach, weil ich dich mag. So... Ist zufrieden? Okay. Die Animation kenne ich noch gar nicht. Mit Bellis signieren oder was? Okay. Wen haben wir jetzt gekauft? Und da stehen wir auch schon drin und warten, okay? Okay. Und da sind wir wieder in der üblichen. Ja. Giovanni Reyna. Ja, Tobias. Ich weiß nicht, ob wir besser gefahren wären, wenn wir Tobias einzeln verkauft hätten. Aber Elise, how Elise. Und jetzt haben wir einen nice 10er-Sub. Unsere Mannschaft muss in der Breite stärker werden, vor allem wenn wir jetzt auch noch international spielen. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal hoffen, dass der Bruder überhaupt 10er lernen kann relativ schnell. Mach jetzt keinen Scheiß. 4 Wochen. Das ist big. Das ist very big. Wir sind auch auf 86. Wie lange dauert es denn bei dir noch, mein Bruder? 46 Wochen, ey. Wir haben angefangen mit der Episode, da waren es 44. Transferangebot für Lavia. Sag ich so, wie es ist, stellen wir das sogar an. Aber wenn die irgendwas in Richtung 43 Mio oder so zahlen würden, ist ja gar nichts. Dann könnten wir uns halt auch da wieder einen Ersatz holen. Wie sieht es denn aus mit 39,5? 35. Das ist halt eigentlich echt gut für Lavia. Nummer 38. Boah, die zahlen 38. Ey! Ich denke immer jetzt unser Team stabil. Und dann wird uns wieder ein Spieler weggekauft.
Rainer kommt jetzt auf jeden Fall noch mit hierher. Und auf jeden Fall noch ein ZM-Sub für Lavia und noch ein. Dieser komische Heiter nicht mitgenommen wird. Oder Blanco oder irgendwas. Ja, gar keinen Bock, dass so jemand eingewechselt wird. Da würde ich sagen, ziehen wir dann einfach irgendeinen Big Talent aus der Jugend hoch, wo wir dann damit reinsetzen. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ob der Bruder geht. Das Ferngebot für Thibaut Simmons. Oh, wir lassen dich nicht gehen, Simmons. Tut mir leid, aber es tut mir nicht, ob du gehen willst. Wir brauchen dich. Lavia geht für 38 Millionen zu Everton. Wie viel Geld kriegen wir jetzt? Bestmöglicher Deal 40, da waren wir knapp dran. Wie viel Geld haben wir bekommen? Für 33 Mios. Bisschen was müssten wir auch noch gehabt haben. Wie haben wir denn? 60 Mios. Wir brauchen einen ZM. Novak, 20 Jahre, 83. Der sieht mir halt echt am sinnvollsten aus, der Bruder. Wir gehen mal rein, ob wir bei dem eine Chance haben. Aber jetzt brauchen wir so langsam keinen Spielertausch mehr machen, weil wir haben so langsam nichts mehr. Wir nehmen mal nochmal diesen Blanco. Echt nur, wir haben nicht viel Spielraum, sage ich jetzt mal. Ein Blanco und 72 Mio, das können wir nicht machen. Wie sieht's aus mit 57 Mio? Boah, die würden uns fett entgegenkommen. Aber wir haben keinen anderen Spieler, den wir anbieten können. Den wir alle brauchen. Boah. Okay, hopp oder top. Ja, nee, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Was? Nein! Okay, jetzt hätte es geklappt. Aber wir haben safe zu wenig Geld, um über seinen Vertrag zu verhandeln. Oh Mann, ey. Oh. Das ist eine XXL-Transferfolge hier. Rotation, mein Freund. Passt. 5 Jahre. Passt auch. Freigabe ist unerwünscht, ich passt auch. So, und da kommen wir jetzt zum großen Problem. Das kann ich dir anbieten. Das ist alles, was ich habe. 35 Gehalt und 336. Oh Mann! Komm schon. Es ist jeder Cent, den ich habe. Boris. Boris? Neuer Versuch, jeder Cent, den wir haben. Ja, nimm's an! Oh, wir waren noch nie so broke wie jetzt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir waren noch nie so broke wie jetzt. Boris, guckt euch diese Summe an. Guckt euch diese Summe an von nicht gut genug. Keine Ahnung habt ihr. Keine Ahnung. Oh, Transferzentrale. Ups, falsch gedrückt. So. Mannschaft. Teamzentrale. Wo ist er denn? Wir haben auch noch ein paar Spieler, die auf der Leit, die verliehen sind, die wir dann irgendwann zählen können. Hier. Boris Novak, Junge. Auch jetzt schon 20 Wochen. Ich glaube, er hat 0-Spiel auf mich. Müssen wir noch irgendeinen holen? Ey, Simmons. Du wirst nicht gehen. Verstehst? Verstehst, Simmons. Verstehst einfach. Was für der Plan fehlt. Siehst du, was wir hier für Einkäufe machen? Ey, schon wieder Simmons. Bin ich. Der wird nicht gehen. Da könnt ihr nochmal 30 Angebote machen. Also, Jungs, die XXXL-Folge ist hiermit beendet. Das ist unsere Mannschaft, wie sie jetzt steht. Wir haben mit Lopez einen neuen Torwart, der jetzt schon plus 1 bekommen hat. Der jetzt schon auf 84 hoch ist. Wir haben Tavares, Moral unglücklich perfekt, der jetzt erstmal Colwell den Rang abgelaufen hat und erstmal in der IV Platz nehmen wird. Mit Ugo Chukwu und Gechter. Das heißt, super. Doppel 8, Pedri natürlich behalten, Bellingham ist noch dazu gestoßen. Mit einer 90 müssen wir gucken, wie wir die beiden Magiker, Magician Boys gehen nebeneinander verpacken. Auf der Außenbahn haben wir Nusa und Amin. Die Männer kennt ihr, die Männer liebt ihr. 98 Tempo. Ach, Nusa ist 98 Tempo, okay. Aber schießen können die Männer nicht, das ist auf jeden Fall nicht so nice. Auf der 10 unser Edeltechniker, der Bäcker. Der Bäcker, der ist da, 5-5. Linksfuß, man kennt die Werte. Doppelsturm, Ablein mittlerweile mit einer 89. 90 Tempo, 90 Schießen passen. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, 25 Defensive auch. Und natürlich Marquez, wo ich immer noch sage, wenn der Stürmer wird, explodiert er. 97 Tempo, 94 Schießen, 84 passt, 97 Dribbling. Okay, und wo ist noch was passiert? Nasser ist jetzt unser Torwart auf Reserve.
Dann haben wir Cowell für die Dreierkette hinten als Ergänzung. Durch das, dass wir auch international spielen, wird auf jeden Fall viel rotiert. Dann haben wir ZM Novak uns geholt als Talent mit 20, mit 83. Linksmittelfeld Simmons, Rechtsmittelfeld Trincao. Da wird nächstes Jahr auf jeden Fall was Neues geholt, auch ein bisschen was, wo noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat. Sturm Malinowski, sehr geil. Und Reyna wird noch umgewandelt. Der braucht noch 3 Wochen, dann ist der 10er Sub. Denken wir auch mit so einer 85, vielleicht sogar mit einer 86 mit gut Glück. Und dann haben wir eine geile Bank. Wir haben dann, wenn Nasser noch eins hochgeht, jeden Spieler über 80. In der Startelf jeden Spieler mindestens auf einer 84. Wir moven an. Wir moven an. Ich bin durch, Jungs. Nach dieser, wir waren in Frankreich, wir waren da, wir waren in Argentinien, Brasilien, überall. Ich bin kaputt. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es heißt Saisonstart gegen Mainz 05. Die ersten paar Spiele werden in der nächsten Episode geballert. Bis dahin wünsche ich euch was. Peace.